Hallo, ihr Motorradverrückten. Ja, jeder, der an Motorrädern schraubt, der kennt dieses Problem hier. Diese ganz weichen Kreuzschlitz-Schraubenköpfe, die gern auch mal so aussehen. Ihr kauft ein älteres Motorrad und wollt hier eine Schraube lösen. Hier am Vergaser ist der eine Honda CB400N. Und das sieht genau so aus. Daraus ergibt sich dann das Problem, dass euer Schraubendreher, das ist die richtige Größe und auch das richtige System. Dazu habe ich noch ein extra Video. Warum passt der Kreuzschlitz-Schraubendreher nicht? Könnt ihr mal schauen. So, und der findet hier natürlich keinen Halt mehr. Also selbst wenn ich jetzt hier, haben wir es, jawohl, wir haben es, wenn ich jetzt hier auch ordentlich Druck von oben ausübe, findet dieser Schraubendreher keinen Halt mehr. Jetzt gibt es verschiedene Varianten. Ich zeige euch die gängigsten. Und zwar, als erste Variante können wir mit einer Wasserpumpenzange hier arbeiten. Hier ist genügend Platz, ja, hier kann man auch ein bisschen drehen. Ich stelle die Zange richtig ein. Öffne sie also hier in die erste Ebene. So. Und wenn ich hier richtig anpacke und mit einem Ruck arbeite, ich hoffe, es war jetzt zu sehen, ja, ist die Schraube geöffnet. Eine bei weitem unterschätzte Variante zeige ich euch auch gleich nochmal ein zweites Mal. So, Freunde, Variante 2. Auch wieder eine Kreuzschlitzschraube. Da seht ihr das ordentlich. Egal wie ich mich hier bemühe, hier ist kein ordentlicher Halt mehr zu finden. Ich nehme jetzt wieder eine Wasserpumpenzange, aber diesmal habe ich mich hier für das ältere Modell entschieden. Das ist nämlich am Kopf ein wenig schmaler. Also auch wenn die nicht mehr besonders hübsch ist, geht die an dieser Stelle besser, denn ich habe hier eine Sache zu beachten. Hier und hier befindet sich ein Steg, da habe ich also Material, was im Weg ist. Das heißt, wenn ich hier festhalte, ich halte noch nicht fest, habe ich nur ein ganz, Amos, Moment, jawohl, jetzt. Ich habe also nur einen ganz kleinen Winkel, in dem ich mich hier bewegen kann. Wenn ich Angst habe, dass das nicht reicht oder generell die Schraube sehr, sehr fest sitzt, nehme ich einen Hammer und gebe der Schraube vorher ein, zwei kleine Prellschläge. Damit kann ich eine besonders festsitzende Verbindung lockern. Ihr müsst aber zwingend darauf Obacht geben, welches Material hier unten drunter ist, dass ihr also in diesem Fall das Vergasergehäuse nicht beschädigt. So, ich spanne den Vergaser jetzt vorsichtig in den Schraubstock ein und dann geht's weiter. So, Freunde, Vergaser ist vorsichtig eingespannt. Ich habe hier noch ein Tuch dazwischen gelegt. Schonbacken würden auch gehen oder ein Stückchen Holz. Und jetzt habe ich hier die Wasserpumpenzange wieder auf die erste Ebene arretiert. Und packe jetzt hier ordentlich und arbeite mit einem Ruck. Und ihr habt es gesehen, die Schraube ist gelöst. Und damit das Problem natürlich auch. So, Freunde, weiter geht's. Und zwar habe ich hier nochmal einen Schraubenkopf für euch präpariert. Ich habe also den Kreuzschlitz weggebohrt. Auch hier findet der Schraubendreher keinen Halt mehr. Und hier funktioniert meine Zangenmethode nicht, weil der Steg, der Verbindungssteg der beiden Vergaser am Weg ist. Ich kann hier also nicht richtig mit der Zange anpacken. Ich komme nicht ran. Hier wäre dann die nächste gebräuchliche Möglichkeit, mit einer Metallbügelsäge hier einen Schlitz in den Schraubenkopf zu sägen. Wie ihr seht, stört in der Ebene aber hier drüben diese Kreuzschlitzschraube und deswegen kommt die erstmal raus. So, ich habe mir hier Arbeitsfreiheit geschaffen. Ich schaue, dass ich die Schraube mittig erwische und setze hier mit meiner Bügelsäge an. Zwischendurch schaut ihr bitte mal, wie tief ihr seid, dass ihr nicht den Kopf schon komplett zersägt habt. Ein kleines Stückchen müssen wir an der Stelle noch. So, das sollte genügen. So, Schlitz ist reingesägt. Jetzt schauen wir, dass wir mit einem großen Schlitzschraubendreher Halt finden. Vielleicht auch nochmal zwei, drei kleine Prellschläge von oben. Druck von oben ausüben und mit einem Ruck lösen. Ja, Freunde, das wären erstmal zwei Möglichkeiten,
Mehr Möglichkeiten kommen später in einem anderen Video. Ja, Leute, wenn das für euch wichtige Tipps waren, dann denkt daran, das Video zu teilen, lasst ein Abo da und zeigt mir mit einem Like, dass ich weitermachen soll und ihr noch ein bisschen mehr darüber wissen wollt.